Stück. Sieht man besonders nichts. Ach Mensch, das ist ja nochmal neu. Shit. So, Freunde. Kein Intro. Ich möchte euch etwas vorstellen heute. Nein, das ist es nicht. Kann man aber empfehlen. Silvesterzeit drückt näher. Manch einer überlegt sich vielleicht eine Waffe zuzulegen. Schreckschusspistole. Schön ein paar Raketen hochschießen. Naja, bevor man das falsche Modell holt, das würde ich nicht empfehlen. No. Sir Colt 1911 von Umarex. PTB Nummer 638. Produziert in Arnsberg. Was dazu zu sagen? Naja, das Vorbild kann man bei Wikipedia nachlesen. Schon Moses Browning hat die Idee gehabt. Das sogenannte Browning-System. Colt hat es dann gebaut. Und 1911 eingeführt. Erst 1985 abgelöst durch die Beretta M9. Naja, das weiß jeder. Das Original natürlich in Kaliber 45. Das ist natürlich 9 mm. Was können wir entdecken? Ein bisschen mehr ranzoomen. No. Mehrere Risse im Schlitten. No. 3 Stück. Sieht man besonders nichts. Ach Mensch, das ist ja nochmal neu. Meine ist ungefähr 20 Jahre alt. Naja, hat mächtig gelitten. Dauereinsatz. Hat wirklich Spaß gemacht. Aber ich empfehle sie nicht. Das ist der Colt 1911 von Umarex. Naja, man kann es vielleicht nicht so doll entdecken, aber mehrere Risse, hier zum Beispiel, sieht man gleich, hier drüben, die Verschleißspuren, darüber sage ich eigentlich gar nichts. Ich habe sie wirklich sehr stark benutzt, die Waffe, aber in 20 Jahren vielleicht, wenn es hochkommt, an 10 Silvestern. Aber dann immer gleich mehrere Magazine, ich habe mir dazu mehrere gekauft. Also sie musste mächtig arbeiten, die Waffe. Funktioniert immer noch. Kann man nicht maulen. Ich habe auch keine Ladehemmung, Auswurfstörung, was manch einer so im Internet erzählt. Ist ein richtiges Arbeitstier bei mir gewesen. Zugeben muss ich auch noch, dass ich es mit dem Reinigen nicht übertrieben habe. Ich weiß nicht, ob die Waffe eigentlich jemals Öl bekommen hat. Erst jetzt, wo ich sie aus der Garage vorgeholt habe. Ansonsten ein feines Teil. Das ist ein Lizenzbau. Kann man sehen. Ist schön aufgelasert. Ja. Sieht eigentlich 1:1 wie das Original aus. Die Handballensicherung beim Original hier hinten funktioniert nicht. Ist außer Funktion. Die andere Sicherung ist Original. Schlittenfanghebel aktiviert sich nicht automatisch. Muss man manuell betätigen. Der Schlitten rastet nur ein am Magazin selber, wenn die letzte Patrone verschossen ist. Bleibt sie einfach dran hängen. Naja, ansonsten sieht sie wirklich sehr original aus. Da kann man auch gar nicht maulen. Magazin. 7 Schuss. Genau wie das Original. Naja. Das Original wurde 1911 eingeführt als Ordnanzwaffe. Vorher, naja, die Idee hatte eigentlich dieser John Moses Browning, sogenannte Browning-System, wurde erst 1985 abgelöst durch die Beretta M9. Kann man alles nachlesen im Internet. Das Original natürlich Kaliber 45, das in 9 mm PAK.
Kleinen Moment, ich zeige noch etwas vor. Die Sicherung hier oben, wer sich das vielleicht wundert, arretiert den Schlitten. Hat beim Vorbild eigentlich die Funktion, dass man die Waffe gespannt, gesichert, durchgeladen ins Holster stecken kann, ohne den Schlitten zu bewegen. Zack, ungefähr so. Link zum Holster, natürlich nicht in der Beschreibung. Gekauft auf dem Trödelmarkt. Ist eigentlich eine namhafte Firma, Bianchi. Kennt man vielleicht. Hat mir dann, weil der Typ keine Ahnung hatte, 2,50 Euro gekostet. Musste ich mitnehmen, Schnäppchen. Schulterholster. So, zerlegen lässt sich die Waffe genau wie das Original. Ist auch ganz ähnlich aufgebaut. No? Dafür gibt es aber schon genügend Reviews. So, die Visierung ist fest, ist aber bei einer Schreckschusspistole eigentlich total irrelevant. Ja. Wie gesagt, ich habe sie eigentlich kaum benutzt, 15 Mal vielleicht, immer mit mehreren Magazinen. Aber sie musste mächtig arbeiten, die Waffe. Über die abgeschabten Stellen will ich ja eigentlich gar nichts sagen. Voll normal. 20 Jahre alt, was will man erwarten? Es ist ja nicht mal richtiger Stahl. Zinkdrucko ist irgendwas. Naja. Wenigstens Holzgriffschalen. Das ist auch schon mal ganz okay. Ich glaube, deswegen heißt es damals auch gekauft. Das sah sehr realistisch aus. Naja. Aber die Risse eben. Sie hat also den Belastungstest nicht ganz ausgehalten. Heutzutage würde ich damit auch nicht mehr so viel schießen. Vielleicht auch mit einer schwächeren Munition. Für die Vitrine ist es was Schönes. Es ist wirklich ein schönes Modell eines Colts. Naja. Interessant ist jedenfalls hier oben die Sicherung. Das heißt in Amerika Cock it and Lock it. So kann die Waffe getragen werden. Heißt einfach bloß, Waffe ist durchgeladen, Patronen im Patronenlager, trotzdem gesichert. Also Waffe ziehen, entsichern, schießen. Kleiner Vorteil, der Schlitten ist arretiert, heißt, man kann die Waffe ins Holster schieben, ohne dass sie nochmal durchlädt. So kann sie dann getragen werden. Link ist nicht in der Beschreibung zum Holster von Bianchi. Hat mich damals 2,50 Euro gekostet. Der Trödelmann-Typ hatte keine Ahnung. Eigentlich viel teurer. Naja. Sie hat mich auch wirklich nie richtig enttäuscht. Ladehemmung oder Hülsenklemmer. Sowas hatte ich eigentlich mit der Waffe nie. Sie hat auch viel Spaß gemacht, muss ich zugeben.